Masih di awal, siapa yang bisa? Masih di awal.
euch riesig, dass ihr euch getraut habt, dass ihr da seid. Und besonders freut mich, dass es einen Bäcker gibt in der Südstadt am Severinstor, den Bäcker Heinz Borchmann, den kennt ihr vielleicht. Der macht jedes Jahr, steht der Sonntag für uns auf, das ist eigentlich ein freier Tag, und backt extra, wenn Männer, wenn Frauen, und ich habe jetzt lange überlegt, dann müsst ihr jetzt mit dem Doppelpunkt auch noch andere geben, die Pären, aber wissen wir nicht, wie man die darstellt. Und deswegen haben wir uns altmodisch geeinigt, weg Männer, weg Frauen. Aber vor allem, das Besondere seit Martin ist ja das Teilen, ne? Und das Übung. Die gehen jetzt wohl nicht abbeißen, ne? So nicht, aber ihr könnt euch was abbrechen. Aber so darauf Acht haben, dass am Ende jeder ein Stück bekommen hat. Jeder und jede, die hier sind. Also, wir üben Teil. Thank you.
Lisa, ist sie eine Fackel für uns alle? Reite durch die Dunkelheit. Und sieh die Menschen, die am Rand liegen? Alles ist dir nicht egal. Bleib einfach stehen, wir fangen hier, schau hin. Und jeden Tag. Einfach nur kommen. Hey, Gott. Es ist gut, dass es Menschen gibt, die die Engel auf unserer Erde sind. Und wenn nicht egal ist, was geschieht, in Köln, auf unseren Straßen. Wir haben es die Menschen, die aus hier heraus sehen, statt wegzusehen. Und überlegen zu handeln, so gut wie sie können, das zu tun, was ihnen möglich ist. Und ein bisschen wird er kommen. Ich weiß es, natürlich, kann auch nicht sein. So ein bisschen wie sein Papi, singen und heilen. Und einmal gut tun, ja, ja klar. Warum denn nicht durch den Weg zum Gang stehen? Ist schön, schön und es macht glücklich. Denn wenn sie sein Papi schaut, der ist doch uralt. Wahnsinnig alt, über 1000 Jahre. Und trotzdem strahlt er immer noch bis da und reitet durch unsere Städte, damit wir nicht vergessen. Und damit wir merken, dass das, was er tut, was er getan hat, dass wir, natürlich, dass wir, dass jeder von uns auch dann auch ein bisschen, was tun kann, abgeben von dem, was wir zu geben. Gut. Dass es dieser Machtig gibt, wirklich und echt. Normalerweise schreien wir hier auf der Kirche, ne? Ganz, ganz laut. Aber heute ist es anders, ne? Auch wegen der Corona-Nummer. Deswegen machen wir das anders. Wir flüstern. Manche Leute, die meinen, das wäre cool, wenn man besonders laut schreit. Ne? Die lautesten sind die besten. Quatsch, völliger Quatsch. Also, die Weltmeister, die Weltmeisterin, das sind in Wirklichkeit die, die am leisesten flüstern können. So aus dem Bauch heraus, ne? Mit dem Atem. Ich mache es jetzt mal vor. Also. Für alle Menschen. Also, wer es nicht gehört hat, holt es mal raus. Für alle Menschen bist du dein Gott. Das heißt, sprecht so und ihr flüstert das so leise, wie ihr nur könnt. Zusammen, okay? Also, für alle bist du da, lieber Gott. Dann ist das tief innen drin und dann verrettet er sich das. Und dann wechselt sich wirklich Engel zu anderen. Auch die gibt es. Manchmal sind sie und manchmal kommen sie mit weit her und helfen uns. Und deshalb machen wir nicht vielen an Laternen. Wenn ihr das sagt, dann könnt ihr euch geehrt fühlen für eure Laternen. Super! Wer hat die selbst? Danke! Kein Problem! Immer wieder! So, ich
Ich hoffe, ihr traut euch, wir gehen in die Kirche und da üben wir das Teilen auf alte bewährte Art. Ich bin gespannt, ob das klappt.